Da bin ich wieder. Und zwar unser Abenteuer mit Larry und diese schöne Hochzeit geht weiter. Ich wünsche viel Spaß. So. Wo müssen wir hin? Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. Okay. Dosen mit Schnüren dran. Damit habe ich als Kind immer Telefon gespielt. Gut, wohin? Holla! Hallo! Ich habe noch ein paar Fragen zur Hochzeit. Immer noch sauer auf die Gringos. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe noch ein paar Fragen zur Hochzeit. Ja? Was muss ich noch alles erledigen? Kann ich vor der Hochzeit wenigstens einmal mit deiner Tochter reden? Kann ich vor der Hochzeit wenigstens einmal mit deiner Tochter reden? Nein, das ist streng verboten. Warum? Weil das, Unglück bringt. Wem? Wie vielen Frauen hat das Glück gebracht, wenn du mit ihnen redest? Okay, wechseln wir das Thema. Was hat die Hochzeit mit der Prophezeiung zu tun? Was hat die Hochzeit mit der Prophezeiung zu tun? Das steht alles in den alten Schriften. Sie sind sehr kompliziert. Man muss sich jahrelang damit befassen, um sie zu verstehen. Ich war nur neugierig. Ist ja nicht so, dass du deine Tochter mit mir verkuppelst, weil sich gerade die Chance bietet. Wegen der amerikanischen Staatsbürgerschaft oder so. Natürlich nicht. Das haben wir alles schon. So. Was muss ich noch alles erledigen? Also, alle Gäste müssen verköstigt werden. Wenn das alles erledigt ist, feiern wir eine Hochzeit. Gut, also muss ich wieder zurück, damit alle Essen bekommen. Genug über die Hochzeit. Bis später, Elroy. Ray. Dann zurück zum Essen. Daher. So, ich muss das irgendwie reparieren. Larry! Wie laufen die Geschäfte? Ja. Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Das könnte ich, aber ich kann kein Alpakafleisch zubereiten, solange der Fleischwolf klemmt. Geht das nicht ohne Alpakafleisch? Vielleicht vegan? El Rey sagt, dass das. Die Prophezeiung nicht erlaubt, wie alles andere auch. Ja. Ich muss los. Dann bis später. Wie repariere ich das Ding? Festgerostet oder Knochenstücke klemmen? Schwer zu sagen. Der dreht sich im Moment nicht. Ja. Festgerostet. Oder Knochenstücke klemmen. Schwer zu sagen. Was kann ich das rausnehmen? Das will ich nicht, Fleischwolfen. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Innet, ich will es aber. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Gute Idee, aber so nicht. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander.
Jo, wie krieg ich das denn hier raus? Ich lasse es lieber hängen. Irgendwas habe ich übersehen. Ich könnte mir einen genehmigen, aber dann falle ich wahrscheinlich ins Wasser. Also nein. Ich weiß nicht genau, warum Lefty glaubt, Pizza sei ein typisches Gericht für Ken Kam. Der dreht sich im Moment nicht. Irgendetwas, womit. Ich halte lieber eine Armlänge Abstand. Da kann ich nicht durch. Ich habe jetzt keine Zeit, am Strand rumzulümmeln. Die Hochzeit wartet. Kann ich nicht durch. Danke, hab keinen Durst. Ich würde gern davon naschen, aber ich glaube, ich sollte erst heiraten. Das ist doch kein Boxsack. Ich weiß selbst noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber man weiß ja nie. Okay, ich ziehe mich wieder um. So, dann ziehe ich meinen Hochzeitsanzug an. Passt perfekt. Ah, oh, das ist irgendwie ein gutes Gefühl, etwas abgehakt zu haben. Fast so gut wie Timber. Nein. Das Jetzt hat funktioniert sich der Selbstzerstörungsknopf wohl selbst zerstört. nicht, okay. Das fasse ich nie wieder an, vor allem nicht von hinten. Ich hoffe wirklich, es geht Faith gut. Nein, heute läuft auf CanCam News Network nur Blödsinn. Ich sag ja immer, geh nie ohne Gleitgel aus dem Haus. Nein, wenn ich mich draufsetze, klebe ich fest. Und das Toilettenpapier mag ich heute nicht anfassen. Da ist auch Ich glaube, ich nichts. bin für den Moment sensibel genug. Stift, Klebstoff. Hast du irgendwas? Holla! Hallo! So. Bis später, Elroy. Elroy! Gut, dann gehen wir wieder runter. Der dreht sich im Moment nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander.
Das will ich nicht, Fleischwolfen. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Ich weiß nicht, mit was ich das freimache. Ah, das geht. So sieht ein echter Kussmund aus. Ohoho. Echt jetzt? Das lässt sich nicht kombinieren. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Hm. Kannst du behalten, Larry. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut, so wie es ist. Das würde ihm nicht gefallen. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Du sollst es nicht... Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Das geht. Der Pizzaschieber passt genau in die Astgabel. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Ich bin kein Pizzabäcker und habe nicht vor, einer zu werden. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das ist keine gute Idee. Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Der eine und der andere Schlüssel. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. So, Hochzeitskettering. Das Kettering für die Hochzeit fehlt noch. Lefty kann die Hochzeitsgäste nicht verköstigen, solange der Fleischwolf klemmt. Ja, aber wie zum Teufel soll ich das... Was brauche ich denn? Der dreht sich im Moment nicht. Ich weiß, das ist... nicht dreht, aber... Was brauche ich noch? Das geht nicht. Mit Prophezeiungen soll man kein Schindluder treiben. Er schaut mich sehr misstrauisch an. Ich halte lieber eine Armlänge Abstand. Danke, hab keinen Durst. Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. Könnte. Da unten ist der Strand zu sehen. Das ist doch kein Boxsack.
Die beiden lasse ich lieber da. Was hab ich Holla! Übersehen? Hallo! Bis später, Elroy. Elroy! Zwei da unten auch schon. Da war ich überall schon. Ich hoffe wirklich, es geht Faith gut. Ich hätte ja gern immer so viel von Faiths Unterwäsche dabei, aber das ist zu viel. Jo, ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Mit was wird es da rausnehmen? Der dreht sich im Moment nicht. Ich weiß. Der dreht sich im Moment nicht. Sieht ziemlich gebraucht aus. Sieht ziemlich gebraucht aus. Die Explosion hat viele Opfer gefordert. Aber die beiden sind an meiner Guacamole gestorben. Ob Lefty mir einen ausgibt? Nein. Lefty, mein ältester Freund. Lefto. Genau. Hier backt Lefty, Lefto seine Pizza. Es ist außerdem eine Müllverbrennungsanlage. Ich bin kein Pizzabäcker und habe nicht vor, einer zu werden. Warum Pizza schieben, wenn man auch Wasser paddeln kann? Sieht schon ganz nett aus, aber so kahl. Notiz an mich selbst. Das ist keine Zahnpasta. Guck mal, Pi, so muss ein Telefon aussehen. Das sind ziemlich viele leere Plastikflaschen. Ich glaube, die sind beide identisch. Ich finde, ich habe die Unterwäsche perfekt in Szene gesetzt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich den Fleischwolf hier. Ausräumen könnte. Da liegen zwei Knochen, aber die kann ich nicht nehmen. Was ist das da? Da ist nichts. Was ist das da? Damit du eine Übersicht über deine Aufgaben behältst, kannst du einen Blick in dein To-Do-App werfen. Öffne diese. Über dein iPhone-Menü unten rechts. Ja, das ist es. Wie, mit was? Jetzt habe ich eh schon alles ausprobiert. Kombinieren, da kann ich nichts mehr. Strand kann ich auch nicht gehen. Ich habe jetzt keine Zeit am Strand rumzulümmeln. Die Hochzeit wartet. Jo. Barbarenbräu Export.
50 Liter. Eher ein Lochsegel. Das warst du. Man hat mich dazu gezwungen. Er schaut mich sehr misstrauisch an. Das ist die Prophezeiung, von der El Rey geredet hat. Irgendwas mit Gringos. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Was da wohl drin ist? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ich will die Torte doch nicht ruinieren. Das werfe ich doch nicht einfach weg. Wer weiß, wozu ich das noch brauche? Das ist gut so, wie es ist. Ich will die Torte doch nicht ruinieren. Das hilft mir nicht. Ich will die Torte doch nicht ruinieren. Besser nicht. Ich will die Torte doch nicht ruinieren. Ine. Das werfe ich doch nicht einfach weg. Wer weiß, wozu ich das noch brauche? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ich will die Torte doch nicht ruinieren. Nein, danke. Das ist keine gute Idee. Das würde ihm nicht gefallen. Ich glaube nicht, dass er das braucht. Ach, ich habe echt keine Ahnung. Ich finde ja auch nichts mehr. Mich wundert, dass mein Zimmer hier da ein Loch ist. Ach Gott, 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 Gott. Aber. Blöde Idee, was ich hier habe. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich da nichts... Besser nicht. ...machen kann. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Es darf doch nicht wahr sein. Das hilft mir nicht. Aber das wird ja nichts bringen, glaube ich. Das habe ich aber, glaube ich, schon ausprobiert. Das habe ich schon ausprobiert. Ich bin jetzt schon am Verzweifeln. So, da gehe ich.
Festgerostet oder Knochenstücke klemmen. Schwer zu sagen. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Du sollst es... Sieht ziemlich gebraucht aus. Der dreht sich im Moment nicht. Das... Ja, na Gott sei Dank. Die Kurbel lässt sich jetzt wieder drehen. Komm. Jetzt dreht sie sich wieder. Jetzt dreht sie sich wieder. Es gibt auch Löcher, in die ich meine Finger lieber nicht reinstecke. Jetzt dreht sie sich wieder. Und warum drehst du es nicht? Es gibt auch Löcher, in die ich meine Finger lieber nicht reinstecke. Das will ich nicht, Fleischwolfen. 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 Solltest du auch nicht. Du sollst es drehen. Gute Idee, aber so nicht. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Das will ich nicht, Fleischwolfen. Larry! Wie laufen die Geschäfte? Ich kann nicht klagen. Natürlich hilft es, die einzige Gaststätte auf der ganzen Insel zu sein. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste geworden, als sie sich nicht mehr übergeben mussten. Lass mich raten. Du hast eine neue Rezeptur für dein Barbarenbräu gefunden. Larry, das findet man nicht so einfach. Das ist ein Prozess. Eine Sammelklage ist auch ein Prozess. Tja. Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Natürlich, der Fleischwolf funktioniert ja wieder. So, jetzt ist alles für die Hochzeit vorbereitet. Irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht so richtig darauf freuen. Was ist los, Larry? Es fühlt sich alles nicht richtig an. So geht es allen Leuten vor dem Jawort. Wahrscheinlich hast du recht. Ich gehe erst mal zurück in mein Zimmer. Larry? Was gibt's? Erinnerst du dich an die Datei, die dir vor ein paar Wochen geschickt worden ist? Was war nochmal mit dir? Du hast von einer unbekannten Nummer eine verschlüsselte Datei erhalten und ich habe sofort mit der Dekodierung im Hintergrund begonnen. Ach so, diese Datei. Was ist damit? Ich habe sie entschlüsselt. Oh, dann kann ich jetzt die Hochzeits-App installieren? Die Datei stammt von Faith. Was? In der Paketdatei war auch ihr Bild. Das ist Faith! Wann genau wurde das Bild aufgenommen? Am Tag nach der Explosion des Hauses. Sie hat überlebt. Aber wo ist sie jetzt? In dem Foto sind auch GPS-Koordinaten von der Hohen See. Pi, wir müssen dorthin. Sofort! Koordinaten auf der Karte gespeichert. Kannst du schwimmen? Ich versuche es lieber mit einem Boot. Es war noch mehr in dem Dateipaket. Was denn? Das ist ein komplexer Programmcode, den ich selber nicht verstehe. Ich analysiere ihn. Kein Hochzeit. Was passiert mit dir? Ich weiß nicht. Was ist jetzt mit diesem Programmcode? Er ist verschwunden. Wie verschwunden? Ich verstehe es selbst nicht. Vielleicht war es nur ein Update für meine Software. Egal. Ich muss Faith finden. Dabei muss ich nur aufpassen, dass El Rey mich nicht gleich unter die Haube steckt. Sonst komme ich niemals von der Insel weg. Pi, wo gibt es auf der Insel ein Boot? Pi, alles klar? Natürlich. Ein Boot? Nirgends. BJs Yacht wurde gepfändet und die Einwohner hier wollen nicht weg. Dann werde ich mir eins bauen müssen. Naja, wer in der Lage ist, mit einem Kondom eine Ratte zu fangen, kann auch ein Floß bauen. So, Floßbau. Ich brauche ein Floß, um zu Fate, letztem bekannten Aufenthaltsort, zu kommen. Aber wie soll ich das anstellen? Zeitvertreib optional. Flucht von Kanzyn. Na gut, irgendwie wird es schon gehen. Dann schauen wir, dass wir zum Strand kommen. Dort, dort.
Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. Kann ich jetzt zum Strand? Ja, ich kann zum Strand. Alles klar. So. Nehme ich mit. Nehmen wir halt mit. Oh, schau mal, Pi. Das ist ein Bauplan für ein Floß. Ich glaube, der stammt aus einem Survival-Magazin. Vielleicht kann ich daraus etwas machen. Warte, ich installiere dir gerade eine Bauplan-App. Mit der kannst du komplizierte Sachen zusammenbauen. Manchmal findest du einen Bauplan für komplizierte Dinge. Diese wird in einer eigenen App angezeigt. Öffne nun die Bauplan-App unten rechts auf dein iPhone. Moment, so. Das. Ziehe Objekte aus deinem Inventar auf die leere Stelle für die Bauteile. Sind alle befüllt, klicke auf Los. Entweder wird der Plan umgesetzt oder wenn etwas daran falsch ist, der Vorgang abgebrochen. Wenn du glaubst, noch nicht alles für das Floß bereit zu haben, kannst du die App auch wieder verlassen. Okay, ich glaube, ich habe das verstanden. Ich lege fest, welches Objekt als was verwendet werden muss, dann drücke ich den Losknopf und es wird so umgesetzt. Aber nur, wenn alles passt. Mit einem Ruder kann ich die Richtung bestimmen. Ja. Ein Kommunikationsgerät ist unbedingt nötig. Aber das bist doch eigentlich du, Pi. Ich bin nicht für den Einsatz auf Hochsee lizenziert. Niemand ist perfekt. Schwimmkörper sind natürlich nötig, damit das Floß nicht untergeht. Ohne ein Segel käme ich natürlich nicht voran. An einem Mast könnte ich mich außerdem festbinden, falls ich unterwegs Sirenen sehe. Also die mit Brüsten. Ohne Boden kein Schiff. Alte Seemannsregel. Gut, aber wir haben das. Wir haben kein Radio. Wir haben das. Wir haben kein Segel. Das war's. Genug davon. Wir brauchen noch was. Werde ich sicher brauchen. Es ist klebrig und grün. Natürlich stecke ich das ein. Okay. Upsi, es ist abgebrochen. Sag mal, je mehr, desto besser. Ich glaube, eine Wiederbelebung ist zwecklos. Schwach wie Flasche leer. Ich glaube, ich möchte nicht dorthin schwimmen. Tja. Gut, also auf ein neues. So, den haben wir. Segel haben wir nicht. Haben wir und das haben wir auch nicht. Okay. Na, geht nicht. Genug davon. Ich brauch noch ein Segel. Da kann ich nichts nehmen. So, kann ich jetzt den Segel nehmen? Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. So, mach's kurz drauf. Mal schauen, ob was darunter ist.
Ja. Okay, ich löse sie. Bricht alles zusammen. Jetzt sollte ich ihn doch verschieben können. Ich hatte recht. Er ließ sich verschieben. Sogar ziemlich weit. Hilfe. Das ist unser Floß. Mit der Tischplatte kann ich sicher was anfangen, aber ich kann sie nicht rumtragen. Ich mache ein Foto davon. Schau mal, ob man das jetzt... So. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und als Segel. Das hier. Keine Ahnung. Das lässt sich nicht kombinieren. Mit einem Ruder kann ich die Richtung bestimmen. Jo, aber mir fehlt Radio. Das hier. Echt jetzt? Hammer's? Na, ist das nicht ein beeindruckendes Boot? Nun ja, sagen wir so, es ist größtenteils über Wasser. Ich taufe dich auf den Namen... Ich sage es gleich. Titanic 2! Das hat das Floß nicht verdient. Willst du jetzt aufbrechen? Bei langen Schifffahrten brauche ich ja eigentlich etwas, um mir die Zeit zu vertreiben. Und ich hatte es gerade erst verdrängt. Ich sollte mir noch etwas basteln, womit ich mich auf der langen Fahrt beschäftigen kann. Ich sollte jetzt direkt aufbrechen. Ich sollte jetzt direkt aufbrechen. Das finde ich auch. Gut. Die Reise war ziemlich ereignislos. Willst du dich jetzt darüber beschweren? Hier war also Faith? Das sind nur Trümmer. Ich orte ihr P-Phone. Es ist ganz nah. Ja, dort ist es. Liegt's ja. Ich hoffe... Ah, ja. Es funktioniert noch. Jetzt fährt es wieder hoch. Es hat sich ins Netz eingeloggt. Na, schwacher Empfang. Aber es hat wieder eine Funkverbindung aufgebaut. Der Akku hat noch etwas Energie. Aber nicht mehr viel. Dann solltest du schnell mit ihr reden. Vielleicht weiß meine Kollegin, wo Faith ist. Pi? Pi, klar. Ja, ja. Pi, Pi, Pi. Kannst du mir sagen, wo Faith ist? Was ist hier passiert? Zeig mir Katzenbilder. Na. Kannst du mir sagen, wo Faith ist? Faith? Faith Schmaith? Zieh das weiße Zeug aus, du blendest mich. Pi, was ist los mit dir? Das salzige Meerwasser hat ihre Leitungen rosten lassen. Dazu die Einsamkeit als Schiffbrüchige. Die arme Pi. Aber, Larry, ich glaube, wir haben ein anderes Problem. Das muss warten. Wir müssen herausfinden, was hier mit Faith passiert ist. P? Ja? Na, nicht du, die andere. Faith P. Kannst du Faith lokalisieren? Lokal. Loco. Loco. Das heißt wohl nein. Larry, du solltest etwas wissen. Ja, ich weiß schon. Wir müssen diese P reparieren.
Nein, das meine ich nicht. Was denn? Du bist in Lebensgefahr, weil ein Sturm aufzieht. Was soll ich jetzt tun? Mein Sicherheitsprotokoll sagt, dass du einen Rettungsring auswerfen sollst. Ich hab keinen. Dann halt dich irgendwo fest. Eine Welle. Ist das die Klingel? Ich erwarte noch die Lieferung der 4K-Überwachungskameras für die Büros. Es kann doch wohl nicht sein, dass es sowas bei Prune bisher noch nicht gegeben hat. Nari? Ja? Lass die Lieferantin rein. Das ist nicht die Klingel. Das Signal stammt von Faiths P-Phone. Na und? Aber das könnte bedeuten, dass sie noch lebt. Du meinst, wir könnten doch noch unsere Finger an ihr Geheimprojekt bekommen? Ich meinte, dass sie lebt und wir sie retten können. Ja, ja. Hauptsache, ich bekomme raus, was es mit diesem Algorithmus auf sich hat, an dem sie gearbeitet hat. Und wo sie ihn versteckt hat. Von wo kommt das Signal? Tief in der Karibik. Weit südlich von Cancun, von wo sie verschwunden ist. Ganz in der Nähe habe ich genau die richtige Person für diesen Job. Ich rufe den Subraumpenetrator. Den was? Kommandeurin Yan Mai. Zur Stelle. Ich habe einen Job für Sie. Ich bin zu allem bereit. Würden Sie auch Sex während eines Parabelflugs haben? Das meinte ich jetzt nicht. Müssen Sie auch nicht. Also nicht jetzt. Tief in der... Ich leite Ihnen das Signal weiter, das wir empfangen. Das ist das P-Phone von Miss Faithless. Begeben Sie sich unverzüglich zu seiner Quelle und untersuchen Sie die Lage. Wenn Faith noch lebt, schaffen Sie sie her. Oder was auch immer Sie von ihr noch finden. Nur sie kann uns sagen, wo sie den Algorithmus gespeichert hat. Bestätigt. Scanne Frequenzen nach dem Signal. Empfange Signal. Sehr gut. Volle Schubkraft autorisiert. Bleiben Sie in den Schatten, Kommandeurin Yan Mei. Und wenn der Moment gekommen ist, lassen Sie richtig Druck ab. Wie genau meinen Sie das? Also, ziehen Sie Konsequenzen, greifen Sie durch und so weiter. Ah! Was ist das denn? Alles in Ordnung bei Ihnen? Nichts passiert. Keine Sorge, Nari. Das ist nur einer von den zahmen Sexsklaven. Scheuchen Sie ihn einfach wieder unter den Schreibtisch. Prune Hauptquartier, Ende. Oh! Sind gestrandet. Was? Ich habe den Sturm überlebt, aber... Wo bin ich jetzt? Das sieht mir nicht nach Cancun aus. Pi! Was? Alles in Ordnung bei dir? Ich glaube schon. Systemanalyse. Keine Wasserschäden. Kuga-Update läuft noch. Was ist denn mit Faith Pi? Hallo, Pi? Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Was ist los? Gigantische Schwengel, die pulsierten. Draußen vor dem Laden des Orion. Larry, es geht mit ihr zu Ende. Und ich habe C-Körbchen gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Brandenburger Tor. Kann ich irgendwie helfen? All diese Orgasmen werden verloren sein in der Zeit. So wie Tränen im Regen. Nein, Larry. Zeit, sich abzuschalten. Sie ist in die ewigen Offline-Gründe eingegangen. Ich begrabe sie hier. Das ist sehr mitfühlend von dir. Daher verzichte ich darauf, dich darauf hinzuweisen, dass das Salzwasser Giftstoffe aus dem Gerät lösen wird. Okay, ich bin auf irgendeiner Insel gestrandet. Der Dschungel sieht undurchdringlich aus. Mein Schiff ist ein Wrack. Ich werde hier sicher sterben! Ganz ruhig, Larry. Du tust jetzt einfach das, was du immer tust. Ich überzeuge durch mein weltmännischen Auftreten.
Ich überzeuge durch mein weltmännisches Auftreten. Meinst du damit, dass du deine Hose ausziehen willst? Niemand kennt meine Talente besser als du. Nein, Larry, das tust du nicht. Wie immer irrst du ziellos rum und steckst alles ein, was nicht angebunden ist. Stimmt. Das ist meine Spezialität. Das andere kann ich ja trotzdem machen. Irgendwann wirst du lernen müssen, wie... Pi? Alles okay mit dir? Denke schon. Gut, ihr Lieben. Und wie unsere Abenteuer weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Tschüss, Baba.